Und Schimpf, wenn wir auch nicht dürfen kriegen. No, sag ich, kann ich nicht frei fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön, man hat die Sonne nur noch gesehen. No, Prosit, Bane, was sag ich drinnen? Da fand mein Ohrmützer Qualitas an zum Rinnen. Der bald das an, der hat gleich geschniffelt und in der Kiste da so tippt. Da hab ich zu ihm gesagt, du weißt nix. Ein Ohrmützer Qualitas, der den Tiftel, der ist ja nix. Der Stern, der vor uns hergezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergezogen. Hat einen Prinzer gemacht über den Stadel und drin war der Bursch mit seinem Adel. Und in der Kistel drin, da ist gelegen das himmlische Kindl. Der Kaspar möchte auf Balthasar bringen Gold, Weihrauch, Mühre da. Und ich bring Kistel, Holzeres, mit Ohrmützer Quagge, Schmolzeres. Da fragt der Josef die Maria, du Maria, 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 ich möchte nur wissen, hat sich der Buhrepper schon wieder angeschaut? Daraufhin hat der Evangelist Matthäus drum gestrichen mich aus dem Evangelium. Drum kennt man mich nur sehr wenig. Hier schiebt Schio da, gestatten, der vierte Heilige Dreikönig. Und übrigens, den Olmützer Quankas hat der Esel fressen mit Stroh und Gras. Das